hallo Leute! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns hier in Pokémon Nuzlocke Run der Saphir-Edition. Das letzte Mal waren wir hier auf der Route unterwegs, haben nicht sonderlich viel geschafft, außer ein paar Trainer zu vermöbeln. Und wir pflücken jetzt erstmal hier die Beeren. Das ist das Erste, was wir in diesem Part tun. Persimbeere zum Beispiel. Und dieser komische rote Weihnachtsbaum, was ist das? Wildbeere. Was sind das für Namen, ey? Habe ich noch nie in meinem kompletten Leben gehört. Okay, und der spannendste Teil dieses Parts kommt direkt danach, weil wir dürfen hier ein Root-Pokémon fangen. Und da fragen wir uns natürlich alle, welches es sein wird. Oh je, ein Routen-Pokémon. Welches wird es sein? Wir finden es gleich heraus. Und wehe, es ist wieder so ein dummes Pokémon, was sich in die Luft springt hier, wie Geowatz damals. Ups, jetzt haben wir noch einen Schluck auf hier. Oh Mann. So, da unten ist ein Item. Das sieht man doch von... Das sieht doch eine blinde Oma mit Krückstock. So. Ein KP Plus. Das hat sich ja sogar gelohnt. Cool. Und auf dem Rückweg springt uns kein Pokémon an. Das ist ja verwirrend. Oh, aber jetzt ein Routen-Pokémon. Und es ist... Nein, Geowatz! Nein! Ich wusste es. Ich habe es doch gerade noch... Ah nein, das springt sich wieder in die Luft. Ey. Ich sehe es doch schon kommen. Oh, shit. Ah, verdammt. Verdammt, wer könnte eine Explosion überleben? Verdammt, wer könnte eine Explosion überleben? Ja, Tenkula, Sailor Moon oder Bobine, natürlich. Ha, ich muss mal die Werte vergleichen. Ich habe nämlich tierisch Schiss. Seitdem einmal das Geo, was hier in meiner Fresse explodiert ist, habe ich tierisch Respekt davor. 74 Verteidigung, 89 Verteidigung und 95 Verteidigung, also Bobine theoretisch. Bobine hat auch die meisten HP, deswegen wechsle ich einfach mal zu ihr. So, Bobine, jetzt komm, zeig mal. Ja, das gibt's ja wirklich gar nicht! So, immerhin nicht gestorben, aber trotzdem, das Routen-Pokémon so, oh Mann ey. Das ist ja ärgerlich, ey. Schon zweimal ist so ein Geowatz ein Routen-Pokémon für mich gewesen und zweimal ist das in die Luft gegangen. Mann, ey. Oh, hier ist Team Aqua. Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Seid ihr nicht ein bisschen spät zu der Party? Da waren wir doch schon vor 100 Millionen Jahren. Hm. Keine Ahnung, was die vorhaben und was ist das hier überhaupt? Was ist das für ein Haus? Sieht aus wie eine Safari-Zone, aber ich dachte, in dieser Generation gibt es gar keine Safari-Zone. Was ist das? Hier sind seltene Pokémon zu Hause. Safari-Zone! Oh, es gibt doch eine Safari-Zone. Oh, cool. Da dürfen wir auch ein Pokémon fangen. Eines. Ja, und das machen wir auch. Das machen wir auch. Also, wir haben nochmal die Chance, ein Pokémon zu fangen. Allerdings nur eins. Willkommen in der Safari-Zone. Hier bekommst du viele Pokémon zu Gesicht, die sehr selten in der Höhenregion sind. Du kannst sie in ihrer gänzlichen Wildheit und ungezählten mit dem Bürger. Wir haben unsere Tore für die Pokémon-Training geöffnet. Fangt eure Pokémon und waltet sie. Yay, kommt das nächste Welt zur Freizone. Das kostet natürlich was, ne? Willkommen in der Safari-Zone. Alles, was du fangen kannst für 500 Poké-Dollar. Ich habe gerade noch so genug Geld. Ich weiß gar nicht, wie andere Nuzlocke-Regeln das machen in der Safari-Zone. Aber ich glaube... Einfach das erste Pokémon, was kommt, ne? Und danach muss man wieder rausgehen. So mache ich das dann. Okay. Problem ist natürlich, dass die Pokémon hier ziemlich schnell fliehen. Das ist ein bisschen blöde Sache. Gibt es ja auch Trainer oder was bist du für eine? Weißt du was? Wenn du ein Pokémon regel in diese Kiste dort legst, werden Pokémon angelockt. Na, aha. Kommt hier sonst keiner oder was ist hier los? Und was sagst du so? Ich habe einen Pokémon-Regel der Pokémon-Regeln abgelegt. Er ist verschwunden. Ein Pokémon muss sie gefunden haben, ohne dass ich das gemerkt habe. Traurig. Unser Routen-Pokémon für die Safari-Zone ist... Safcon. Yes. Das beliebteste Pokémon aller Zeiten. Wir werfen einen Ball und versuchen ihn zu fangen, auch wenn ich ihn nicht so ultra geil finde. Aber die eine Chance, die man hat, muss man natürlich nutzen. Und es hat nicht geklappt, wie du fliehst. Okay, er beobachtet erstmal alles aufmerksam. So, nächster Versuch. Nein, fast hätte es geklappt. Er beobachtet erstmal alles noch aufmerksam. Also das ist ein guter Beobachter hier. So, nächster Ball. 27 haben wir noch übrig. Das ist eine spannende Sache hier. Und es ist geglückt. Safcon wurde gefangen. Geil, Safcon. Für Safcon wird der neue Kokon. Und der wiegt 10 Kilo. Alter Verwalter.
Der Panzer dieses Pokémon ist hart wie Stahl. Safcon bewegt sich kaum, da es das weiche Innere unter seiner harten Schale auf seine Entwicklung vorbereitet. Muss natürlich auch einen Spitznamen geben. Ha. Was bewegt sich denn kaum? Ich könnte ihn natürlich wieder Sarah nennen. Aber ich habe schon ein Pokémon Sarah genannt. Und zwar eins, was so viel frisst. Was ist denn ein guter Name für einen Kokon? Weiblich auch noch. Mir fällt da gar nichts Geiles ein. Was assoziiere ich mit einem Kokon? Kokon sind Käfer. Käfer sind ekelig. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht, ey. Ich habe keinen guten Namen, ey. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Hab keine Ahnung, deswegen nenne ich ihn einfach Coolio. Warum auch immer. So, tschüss. Hoffentlich machst du es dir auf dem PC bequem. Wir dürfen hier nichts weitermachen. Ja, ich möchte raus hier. Ich muss auf Toilette. Habt ihr auf sowas bedacht hier? Habt ihr auch Toilettenhäuschen aufgestellt? Ohne dass man Schritte... Sonst urinieren die Leute hier einfach ins Gras und verschränken damit die wilden Pokémon. So, das war ein großer Spaß. Zusammen sind wir furchtlos. Wir demonstrieren dir unsere Stärke. Ein Doppelkampf, auch das noch. Gegen Zwillinge, nee, gegen Junior und Senior. Eva und Ute, Medizie und Tanzer. Gut. Mal gucken, was wir dagegen so ausrichten können. Bestimmt sehr viel. Zum Beispiel Aeroas gegen Medizie und Surfer gegen beide. Das ist natürlich das richtig Geile an Surfer. Das trifft nämlich beide. Ich hoffe, nicht mein eigenes Pokémon Tenkunla. Das wäre nämlich ziemlich hässlich. Medizie schützt sich auch das noch. Ja, das trifft nur die Gegner. Das ist natürlich schön. Das wäre sonst ziemlich übel. Aber es gibt ja auch Attacken, die auch meine freundlichen Pokémon treffen. Zum Beispiel, Finale oder Explosion. Die treffen auch unsere eigenen Pokémon. Das wäre ziemlich blöd. Aber so eine Attacke würde ich natürlich nicht benutzen in einer Nuzlocke-Challenge. Das wäre nämlich ziemlich hohl. Obwohl es ziemlich viel Style hätte, wenn man den Champ der Pokémon-Liga mit einer Finale besiegt. Das wäre richtig episch. Aber naja, ich glaube, ich würde es lieber auf Safe spielen. Ich habe vor den Augen meiner Juniorpartnerin versagt. Ja, schade. Tut mir natürlich leid. Wir können hier auch nach Süden gehen, aber was ist denn da? Was ist hier eigentlich im Süden? Sieht aus wie ein Steg oder so, aber das kann nicht wahr sein. Was ist hier noch? Hier gibt es ein Item, das sieht man doch sofort, oder? Das führt mich 100% zu einem Item. Früher habe ich... Nee, zu einem Geheim... Oh, verdammt, ey, auch noch voll blamiert. So, wer bist du? Vor uns erhebt sich der Pyroberg. Er ist das natürlich gewachsene Monument der Geister der von uns gegangenen Pokémon. Ach so, Pyroberg, dann habe ich das verwechselt. Ich habe gesagt, Team Aqua hier ist ziemlich dumm, weil beim Pyroberg waren wir doch schon, aber Pyroberg ist was anderes. Ich weiß nicht, ob ich da zuerst hin muss. Ich weiß es doch nicht. Wir können hier theoretisch auch zur Seite gehen. Mal gucken, was der Pokénuff sagt. Wo geht es lang? Karte Hön. Hier wird es nach Segrasulp City gehen. Mit einem Pokémon Center könnte man sich da anfreunden. Ich glaube, ich gehe dahin, heile mich eben im Pokémon Center und dann gehen wir zum komischen Pyroberg hier. Oder wieder. Wo ist denn der überhaupt? Pyroberg? Wo ist der Pyroberg? Er wird mir nicht angezeigt, muss ich reinzoomen wahrscheinlich. Ah, so geht das. Na dann, okay. Aber erstmal nach Segrasulp City ins Pokémon Center. Geht natürlich nicht so leicht, wie wir es gerne hätten. Wir werden noch angegriffen von diesem super hässlichen Schluckwech. Oh Mann, ey, dieses hässliche Pokémon, ich mag es nicht. Töte es. Nein, er hält zu viel aus. Verdammt. Ja, traurig, ey. Oh Mann, Kopfnuss. Ist das vielleicht ein bisschen geiler? Nee, genauso geil. Aber er schreckt zurück, also doch ein bisschen geiler. So, oh Mann, ey, Schluckweg, so ein hässliches Pokémon. Ja, Segrasulp City ist die nächste Stadt, die wir erreichen. Und ich glaube, da gibt es auch eine Arena wieder, oder? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Auf jeden Fall ist Segrasulp die City mit dem größten Kaufhaus dieser Region. Das war ja sonst, oh, jetzt muss ich lügen. Prismania City, glaube ich, ne? Ich glaube, Prismania City war das in der ersten Gen. Oh, hier gibt es aber noch viele Trainer, ey, Alter. Hallo, Gentleman. Mit meinem Pokémon habe ich alle vier Ecken.
habe ich alle vier der Top 4 besiegt. Man könnte sagen, dass ich viel Vertrauen in mein Können habe. Ich glaube, du meinst eher die Flop 4 auf der Route mit der Wüste. Denn die habe ich auch schon besiegt. Die waren ja keine große Herausforderung. Kangama, wow, das passt ja sogar zu dir als Gentleman. Was mache ich gegen Kangama? Wahrscheinlich einen gut platzierten Surfer. Das ist es, was ich machen möchte. So. Mega Hieb! Okay, das macht weniger Schaden, als ich dachte, und das freut mich sehr. Und ich finde es cool, dass er sich nicht megaht. Ansonsten würde das 1,5 mal so viel Schaden machen, einfach wegen diesem Baby-Kangama, das er noch im Beutel hat. Apropos Beutel, da gucken wir auch mal ein. Werfen wir auch mal einen Blick rein, weil wir uns heilen wollen mit einem Hypertrank. Wir haben 25 Hypertränke, Alter. Ich habe nämlich keinen Bock zu sterben. Sailor Moon ist ein wertvolles Teammitglied, welches ich nicht aufgeben möchte. Möchte ich nicht aufgeben, ne, das möchte ich nicht. Und ich hoffe sehr, dass Gentlemans keine Tränke haben. Es gibt ja auch diesen einen Musiker-Gentleman, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, den gibt's. Ich glaube, den gibt es. So, es wird wieder Zeit für einen lustigen Fun-Fact, da ich nichts weiß, sonst zu erzählen, gerade in diesem Moment. Deswegen, wusstet ihr schon, dass es in Kansas eine Stadt gibt, also Kansas, US-Bundesstaat, die heißt Topeka, diese Stadt. Und im Jahre 1998 hat sich diese Stadt offiziell für einen Tag umbenannt, um das Debüt von Pokémon zu feiern, also von den Spielen, die rausgekommen sind, 1998. Für einen Tag hat sich die Stadt Topeka nämlich in Topikachu umbenannt. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das genau hatte. Falls jemand genau zu dem Tag einen Personalausweis beantragen würde oder wie das da heißt, oder Reisepass, ob dann da wirklich Topikachu draufsteht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja. So, möchtest du mit meinen wunderhübschen Pokémon spielen? Ich möchte erstmal gucken, was du hier als wunderhübsch bezeichnest, denn ich bin mir da nicht so sicher, dass die wirklich wunderhübsch sind. Vor allem deine ganzen wunderhübschen Pokémon, deinen ganzen einen. Enturon. Enturon ist ja ein ultra cooles Pokémon. So, was machen wir gegen den Schlaues? Wir wechseln aus gegen Physik. Denn Elektro rockt die Kacke fett. Yes. So, Aussetzer. Das geht natürlich nicht, weil ich gewechselt habe und Funkensprung. Sollte jetzt einiges an Schaden machen, hoffe ich doch mal sehr. Yay. One Hit. K.O. Wie viele Erfahrungspunkte das bringt, das mag ich ja gerne, ey. Also Physik levelt ziemlich schnell, das gefällt mir ultra gut. Hier oben ist irgendwas mit einem Detektor. Das kann nichts anderes sein, sonst hätten die den Baum da nicht hingepflanzt. So, der gute alte Detektor kommt doch nochmal zum Einsatz. Oh, das Gerät zeigt etwas an. Hier muss ein Item vergraben sein. Und zwar hier ein Nugget, yay! Oh, das kann man bestimmt nicht mehr essen. Das ist doch im vergraben hier im Erdboden. Bestimmt schon kalt und so. Wer möchte das essen? Das ist doch voll ungesund auch. Kann man davon nicht sogar sterben? Oh, ein Lampi. Das hätte ich gerne gehabt. Schade, dass Geowatz mir die Chance verwehrt hat auf Lampi. Oh Mann, ich habe gar nicht mehr so sehr viele Attacken. Fällt mir gerade so mal auf. Kopfnuss. Das macht gut Schaden. Und das zum Glück nicht. So, schön, dass wir das hier gut analysiert haben. Ja, toll, Volltreffer. Hätte das ja nicht vorher ein Volltreffer sein können, ey. Oh Mann. So viel zum Thema Unnecessary Crits. Hier haben wir noch zwei Beeren, die wir gerne klauen möchten. Und ich habe schon lange keine Stadt mehr gesehen, ey. Wir sind drei Parts lang jetzt, oder vier Parts sogar, nur auf Routen unterwegs gewesen. Oh Mann. Ich möchte in die nächste Stadt. Ich muss mal wieder Menschen sehen. Zivilisation. Und endlich wieder eine Toilette aufsuchen. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Hier ist Segras Whip City. Cool. Ich möchte das Pokémon Center. Ansonsten habe ich hier erstmal noch nicht viel vor. Denn ich möchte eigentlich zum Pyroberg. So, hallo, heil meine Pokémon bitte. Schwester Joy. Ist doch Schwester Joy, oder? Und wie hieß die andere? Wie hieß die Polizistin nochmal? Ist das Officer... Oh, verdammt, wie hieß die denn nochmal? Schwester Joy und Officer... Boah, mir fällt's echt nicht ein. Weiß jemand von euch, wie die Polizistin aus dem Pokémon-Anime hieß, dann schreibe er es in die Kommentare. Ich wäre dankbar dafür. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir in Richtung Pyroberg uns auf den Weg machen. Bis dann, Leute, und ciao!